Hallihallöchen, meine Lieben. Nicht wundern, heute mal eine andere Perspektive. Ich habe die Kamera in der Hand. Es wird heute vielleicht so ein kurzes Video, ein kleiner Vlog oder Follow Me Around. Mal gucken, ich gehe gleich mit meiner Kleinen raus und treffe mich mit meinem besten Freund. Und ja, da mache ich vielleicht so ein kleines Follow Me Around. Mal gucken, erzähle euch ein paar Sachen. Ich weiß selber noch nicht so genau was. Aber was ich euch jetzt mal schnell auf die Schnelle erzählen möchte, ist, dass es jetzt heute die DM-Box wieder gibt, beziehungsweise man sich registrieren kann. Ich habe ja gesagt, ich gebe Bescheid, sobald ich was weiß. Und es gab wohl jetzt auch schon ein paar Beschwerden bei mir, dass ich noch nicht Bescheid gesagt habe, weil es anscheinend schon vor 5, 6 Tagen auf der DM-Facebook-Seite bekannt gegeben worden ist. Das wusste ich aber nicht. Also ich habe es nicht gelesen in Facebook. Ja, bin aber die letzten Tage auch nicht so da aktiv gewesen, weil, wie ihr wisst, ich ja ein bisschen krank war. Und habe es auch erst heute in Twitter erfahren. Und ja, seitdem ich es wusste, habe ich es auch auf Twitter und auf meiner Facebook-Seite bekannt gegeben. Und unter meinem neuen Video, dem DM-Haul, habe ich es auch geschrieben. Und wie gesagt, getwittert und in Facebook geschrieben. Mehr konnte ich bis vorhin nicht machen. Deswegen habe ich jetzt gedacht, ich mache einen kleinen Vlog und Follow Me Around. Und das kann ich noch hochladen. Hoffe ich, weil die DM-Box, ihr könnt euch auf der Seite, das werde ich euch unten in der Infobox verlinken, könnt ihr euch registrieren. Es ist dieses Mal nicht so ein Zeitdrang wie letztes Mal. Und zwar habt ihr 24 Stunden Zeit, euch zu registrieren. Und dann werden 5000... ausgelost. Das heißt, wenn ihr euch registriert, ist nicht gleich sicher, dass ihr sie bekommt. Ja, die wollen einfach auch den anderen mal die Chance geben, eine abzubekommen, weil letztes Mal war es ja doch sehr, sehr eng und sehr knapp und nach einer halben, dreiviertel Stunde waren die ganzen Boxen weg. Deswegen haben sie sich ein neues System einfallen lassen. Einerseits gut, andererseits ist man halt nicht sicher, ob man es bekommt. Und von daher, ich habe mich auch schon registriert. Ich hoffe, ihr vielleicht auch schon. Wenn nicht, habt ihr noch Zeit, 24 Stunden. Und heute, also am 6. sozusagen, um 14 Uhr hat es begonnen. Also geht es bis morgen 14 Uhr. Solange habt ihr Zeit, euch zu registrieren. Wie gesagt, ich verlinke euch die Seite. Solange habt ihr Zeit, euch zu registrieren. Und ja, also keine Eile, kein Stress, keine Panik. Und wie gesagt, das wird dann ausgelost von DM. Und von daher würde ich sagen, das war es jetzt von mir auf die Schnelle. Ich wünsche euch viel Glück, dass ihr sie bekommt, falls ihr sie wollt. Und wir sehen uns dann später nochmal. So, ich will euch nochmal schnell was zeigen, weil ich mich total verliebt habe. Ich habe meiner kleinen Maus gestern bei Zara Boots gekauft. Ja, ihre ersten Boots von Zara. Und ich bin ganz stolz, weil ich finde die so süß. Nicht so, ja, wie diese typischen Kinderschuhe halt aussehen. Manche sind ja nicht so hübsch, aber bei Zara gibt es wirklich total die süßen Schuhe. Also wenn ihr irgendwie Kinder habt oder kennt oder was weiß ich, schaut mal bei Zara vorbei. Ich kaufe da auch ganz, ganz viele Klamotten und ganz gern. Das ist gar nicht mal so teuer und immer total süß und stylisch vor allem. Und ja, diese Schuhe wollte ich euch mal kurz zeigen. Ich habe sie auch schon in Instagrammt, ja. Ich finde die so süß, ja, hier. Zara Baby ist halt jetzt noch etwas groß, aber sie sollen ja den Winter halten. Also sie passen dir jetzt schon, aber es ist eine Größe größer, was man ja aber bei Kindern oder ja, Kleinkindern eigentlich immer macht. Sollen ja auch noch halten, so bis Januar, Februar. Und ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Das Licht ist gerade ein bisschen doof. Hier sind halt so zwei Schnallen und richtig stylisch. Hier sind schwarze Nieten vorne hier drauf auf der Schnalle. Ja, total süß mit Reißverschluss dann innen und ja... Hier dann gefüttert, total süß, ne? So weißes Fell und ja, ich finde die einfach zuckersüß, haben glaube ich 35 Euro gekostet, ja, was so mittelmäßig ist für Kinderschuhe, also ja, sind natürlich, Kinderschuhe sind immer teuer, ne? Wer das schon mal, ne, wer da Erfahrung hat, weiß das und ja, ich finde die einfach zuckersüß und die wollte ich euch einfach nur kurz zeigen, weil ja, ich die einfach so süß finde und ich mich total verliebt habe. Und meine Kleine zieht die jetzt gleich an zum ersten Mal. Habe ihr ein süßes Kleidchen angezogen, so ein Wollkleidchen und Strumpfhosen. Und dann zieht die das jetzt an und wir gehen raus. Und ja, dann hört ihr mich wieder und ja, könnt ihr beschreiben, wie ihr die findet. Ich finde die so geil. Mit Nieten. Stylo Baby. So, meine Lieben, ja, ich bin wieder zu Hause. Sorry, ich konnte unterwegs dann irgendwie doch nicht vloggen, weil... im Auto war es irgendwie dann viel zu dunkel gewesen und ja, ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, jetzt ist immer so früh schon dunkel, war irgendwie ein bisschen schwierig gewesen und ja, ich muss mich irgendwie auch ein bisschen so jetzt dran gewöhnen, ihr wahrscheinlich auch,
dass es so früh jetzt wieder dunkel ist, ne? Ist irgendwie voll komisch, da wird man auch so früh irgendwie wieder müde und um 5 ist schon dunkel. Irgendwie, ja, komisch. Die Winterzeit mag ich zwar, aber am Anfang doch sehr gewöhnungsbedürftig, so viel im Dunkeln zu erledigen. Und ja, meine Kleine wird irgendwie auch viel schneller müde, weil es irgendwie jetzt schon dunkel ist. Und ja, jetzt bin ich wieder zu Hause. Ich war ja unterwegs und sie schläft jetzt auch schon. Und ja, was habe ich gemacht? Ich war kurz im Burger King gewesen. Und nebenan ist ein DM. Ich habe eigentlich nur ein kleines Geschenk noch gesucht, deswegen bin ich da rein. Habe auch was gefunden, das kann ich euch aber jetzt leider nicht zeigen. Und ja, was habe ich noch gekauft? Ich kann euch zeigen, was ich gekauft habe. Moment, drehe euch um. So, sorry, ich bin immer noch erkältet. Ich muss nur sehen, dass ich nichts. Zeige, ja. Und zwar habe ich hier die Mini-Schokolebkuchen von Alnatura. Die liebe ich total. Die habe ich letztes schon mal gehabt. Ich weiß gar nicht, was die kosten. Momentchen. €2,45. Okay, ist irgendwie gar nicht so billig, ne? Dafür, dass es auch noch Mini-Lebkuchen sind. Aber die sind echt lecker. Ja, die habe ich jetzt schon mal gehabt. Und jetzt habe ich mir auch gleich zwei davon gekauft. Hey, man kann ja nie genug haben, ne? Vor allem Lebkuchen. Ich bin voll der Lebkuchen-Junkie. Also ich mag das total an Weihnachten. Ich habe schon, seitdem es Lebkuchen gibt, so Anfang September, Mitte September gibt es die, glaube ich, immer schon. Seitdem esse ich dann schon Lebkuchen. Und dann habe ich noch was gekauft, was ich euch zeigen kann. Den Rest kann ich euch nicht zeigen. Und zwar habe ich mir hier aus der Catrice LE. Wie heißt die denn überhaupt? Die LE weiß ich gar nicht. Pure Chrome. Ich mal Licht anmachen. Seht ihr da mehr? Und zwar ist das Limited Edition. Ach nee, die heißt. Wie heißt die denn? Moment, ich muss mal näher. Spectacular Art. Pure Chrome. Okay, also spektakulär. Und das ist die Farbe. Hier, glaube ich, steht die Farbe, ne? Müsste das sein. Die ist total cool. Guck mal schnell, was es kostet. 3,95. Ja, auch nicht so billig, aber naja. Ich kann ja mal swatchen für euch. Oh. So sieht die Farbe aus. Cool, ne? Momentchen. Ich swatche. So, hier. Cool, ne? Ich finde die richtig geil. So voll der geile, ja, chrom metallische Schimmer in, ja, Gold. Champagner, würde ich eher sagen. Eher so ein Champagnerton, ne? Finde ich ziemlich schön. Gefällt mir ganz gut. Ja, also das habe ich heute gekauft. Mehr nicht. Zweimal Mini-Lebkuchen und ja, ein Eyeshadow. Und der Rest ist Geschenk. Ja, was soll ich noch sagen? Oh, ich muss mal das Licht, aber lieber mache ich vielleicht mal wieder aus, ne? Bisschen dunkel. Naja. Ja, das war mein Tag. Ich habe nicht so viel erlebt. Wie gesagt, Burger King, kurz was gegessen. Ich weiß, ungesund, aber ich hatte irgendwie keine Zeit zu kochen und auch keine Lust. Und habe ich ein paar Chicken McNuggets gegessen. Das war's. Ja, und dann noch mein kleiner Einkauf bei DM. Mehr habe ich heute nicht erlebt. Und wie gesagt, das Video wollte ich ja eigentlich hauptsächlich hochladen, um euch über die DM-Boxen zu informieren. Das habe ich ja vorhin schon kurz getan. Und schaut noch mal rein, falls ihr sie noch nicht habt. Registriert euch auf jeden Fall. Und ich würde sagen, ich sage dann schon mal gute Nacht, meine Lieben. Bis zum nächsten Mal. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, auch wenn es ein bisschen wackelig vielleicht ist oder so. Ich bin noch nicht so geübt in den Follow Me Around Videos mit meiner Kamera halten und so. Aber ich hoffe, die Art von Video gefällt euch auch. Okay, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Gute Nacht.